Hallo, hier ist der Peter Spier von der Firma Schmidt Cypher Video aus Koblenz. Heute gemeinsam mit unserem Gast Nils Hölscher des Herstellers Clear Audio. Hallo Nils. Hallo Peter. Schön, dass du da bist heute. Danke für die Einladung. Du hast uns zwei ganz spannende Produkte mitgebracht, weil bei Clear Audio geht es immer rund ums Plattenhören und Schallplatten abspielen. Was hast du dabei? Genau, wir haben zwei Produkte. Einmal die Smart Matrix Silence hier in schwarz. Und wir haben die Double Matrix Sonic dabei, die wir euch heute mal vorstellen wollen. Sehr spannend. Dann schauen wir da mal genauer drauf. Also warum braucht man überhaupt eine Schallplattenwaschmaschine und wie funktioniert das Ganze? Warum muss man denn jetzt Schallplatten waschen überhaupt? Ja, viele unserer Kunden kaufen auf dem Flohmarkt Platten in Gebrauchtbörsen. Die sind häufig mit alten Reinigungsmitteln noch benetzt oder sind staubig. Bei neuen Platten wird das Trennmittel gelöst. Ah, okay. Und das hält, ist ein bisschen für die Nadel, dass sie länger hält, dass sie gepflegt wird. Und am Ende klingt es besser. Es klingt einfach besser. Klingt sehr viel besser. Also jeder kennt ja den Effekt natürlich, dass es irgendwie knistert oder so bei der Platte und der wird verringert dadurch. Das Knistern ist weniger und der Klang ist transparenter. Okay, spannend. Sollen wir einfach mal eine Platte auflegen und uns das Ganze mal anschauen? Das machen wir. So, wir haben hier Hon, geiles Album. Das ist wirklich dreckig, ey. Okay, pass auf. So. Und da spannt sie jetzt ein, oder wie? Ja, die wird jetzt festgespannt. Ja. Dann wird der Schwenkarm rübergedreht. Beim Runterdrücken geht sie an. Ja. Ah, und dreht sie sich. Genau, dann wird die Flüssigkeit aufgetragen. Und dann verteilt sie sich dann automatisch über den Arm. Genau, die wird über den Arm, über die Mikrofaserbürsten aufgetragen, eingewirkt. Dann kann man die nochmal drehen. Dann sieht man auch die Richtung. So, wenn die sich dann, wenn das dann eingewirkt hat, der Schmutz aufgelöst ist, kann man anfangen, das abzusaugen. So, jetzt ist sie sauber. Okay. Nimmt man den wieder hoch. Ah, dann geht's ja aus, okay. Und dann kann man auch gleich abspielen. Die sieht wirklich, mega geil, okay. Also ich würde nicht erst wieder irgendwo liegen und dreckig werden, sondern sie kann sofort abgespielt werden. Also ich könnte quasi vom Platte hören einfach waschen immer? Genau. Okay. Das heißt, man braucht auch nicht seine komplette Kollektion durchwaschen, sondern man kann sie immer dann, wenn man sie hören will, waschen. Wenn man meint, es ist wieder dran. Ich glaube, sogar Fingerfett ist weg. Ja. Das ist ganz witzig. Es wird halt aufgelöst und dann runtergesaugt. Ich leg's mal wieder drauf. Okay, und bei dem Modell müsste ich jetzt aber beide Seiten. Bei dem Modell waschen. Ist es so, dass man beide Seiten einzeln wäscht. Wofür ist denn dieser Schalter hier eigentlich da? Mit dem Schalter stelle ich ein, wie weit die Flüssigkeit aufgetragen wird. Für Singles nur bis hier. Für ganze Schallplatten, für die großen bis hier. Okay. Wenn ich halt häufig wechsle, mal wasche ich eine Single, mal wasche ich eine Schallplatte, kann ich das beides eintragen. Ein Traum. Und ist das eine besondere Flüssigkeit, was da drin ist, oder ist das einfach Spüli? Wir empfehlen unser Pure Groove, lichtecht, flockt nicht aus, schimmelt nicht. Okay. Und was bei den Plattenschätzen wichtig ist, wir garantieren, dass die Platten nicht angegriffen werden. Ja, gut. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das heißt, die Flüssigkeit wird hier eingefüllt und die bleibt da drin. Also ich muss nicht jedes Mal irgendwie neu... Genau, die bleibt in diesem Behältnis drin. Das haben wir... Ah. Das ist da drin. Ja. Da wird das gesammelt in so einem Tank. Nach zweimal Auffüllen wird das über einen Ablassschlauch einfach wieder abgelassen. Okay. Ja, der ist aus Aluminium, scheinbar sogar. Der ist aus Aluminium, auch bei uns in der Region gefertigt. Ja, dann schauen wir noch auf die große, oder? Jetzt gucken wir uns die große an. Der Unterschied ist interessant. Ich möchte hier noch mal eine Sache sagen. Ja. Das ist die ideale Maschine für den Flexiblen, der gerne selber viel einstellen möchte, der unterschiedliche Singles hat, der schnell hin und her wechselt. Ja, okay. Und jetzt gucken wir uns die große mal an. Cool. So, Nils und ich haben ein bisschen umgebaut. Und das hier ist jetzt die große Schwester der Silent, die Double Matrix Sonic. Ne? Genau. Ha. Was genau kann die besser als die kleine? Das eine ist, dass sie besser reinigt durch die Mikrofaserstäbe, die vibrieren. Ach so, reinigt sie noch tiefgreifender.
Dann, was man sieht, reinigt sie beide Seiten gleichzeitig. Das ist cool. Sie hat ein Automatikprogramm, das heißt, man braucht nur ein Knöpfchen drücken und alles bis zur Trocknen geht alleine. Okay. Und also nur drauflegen und sie macht es quasi. Genau, also man drückt einfach einen Knopf, das zeige ich gleich, und sie hat eine Füllstandsanzeige. Das macht das Ganze ein bisschen komfortabler. Okay, ja. Dann sollen wir nochmal auflegen? Ja. Ich hab natürlich ins Plattenregal gegriffen und zufällig noch eine dreckige Schallplatte gefunden. Die armen Jungs von Supertramp sind ziemlich verstaubt, aber... Also ich lege hier drauf, ne? Ja. Und dann? Setze ich den... Okay, das wie bei der anderen auch. Dann drehe ich den Arm rüber. Yep. Hier haben wir den Programmknopf. Ja. Mit dem drei Modi. Einmal den Standard, das Standardprogramm. Dann für stark verschmutzte Platten zweimal drücken, dann wird mehr Flüssigkeit aufgetragen, ja, und es wird länger einwirkt. Okay. Und für wenig verschmutzte Platten, beziehungsweise die man schon ein paar Mal gewaschen hat, den Eco-Mode, da hält man 3 Sekunden und dann trägt er nicht so viel Flüssigkeit auf und wirkt auch nicht so lange ein. Okay. Und die anderen Tasten? Dann haben wir hier die für den händischen Modus, wenn man wirklich die Flüchtigkeit manuell auftragen will, wenn man länger saugen will. Okay. Das kann man da machen. Aber eigentlich ist das Spannendste der Automodus im Prinzip. Genau, es gibt 2 Punkte, die an der Maschine wirklich herausragend sind. Das ist einmal die beidseitige Waschung und die Standardprogramme, dass man eben nur auf den Knopf drückt und der macht alles von allein. Dann Feuer, hä? Feuer. Okay, also jetzt benetzt er das von alleine? Jetzt benetzt er das von alleine. Das ist geil. Seht? Aber dann saugt er direkt ab. Und saugt es gleich ab. Und das von beiden Seiten jetzt? Das jetzt von unten und von oben. Okay. Ah, deswegen auch da, 2 Schläuche, ja. Okay. Ja, das ist schon abgefahren, das Ding. Und das mal abkürzen. Werde ich hier noch einmal... Achso, dann fährt die automatisch nochmal weiter. Genau, nochmal warte ich weiter, das ist die Antistatik. Und dann können wir wie bei der anderen Plattenwaschmaschine auch sofort hören. Sauber von beiden Seiten. Ey, das ist ja geil. Komfortabel. Ist wirklich richtig sauber. Okay, und jetzt haben wir gewaschen und muss ich irgendwas als Nutzer regelmäßig tun? Also warten oder so? Gibt es da eine Wartung? Ja, man muss regelmäßig die Mikrofaser-Stripes austauschen. Magnetisch gehalten. Genau, die sind da magnetisch gehalten. Kann man jeder sich beim Händler neu beziehen. Cool, das erkenne ich meistens daran, dass das Schlieren auf der Platte sind, dass die dann auch sehr abgenutzt sind. Ja. Im Auslieferungszustand sind auch 2 Sätze dabei. Einmal schon welche dran und ein Ersatzteil ist dran, sodass ich wirklich weitermachen kann. Und wenn ich die Ersatzstreifen drauf gemacht habe, kann ich dann neue nachbestellen, sodass ich wirklich auch konstant durcharbeiten kann. Ja. Und zieht die einfach ab und macht die neu nach. Und dann Liquid nachfüllen und ist gut. Und Liquid natürlich nachfüllen, wie bei der anderen auch. Cool. Und das ist es schon. Ja. Gibt es noch was zu sagen zu der großen? Oder waren das die Unterschiede? Das sind die großen Unterschiede. Sie ist halt einfach komfortabler, wäscht besser durch die Sonic-Module. Ja. Was ich persönlich klasse finde, ist, die halt beide Seiten gleichzeitig. Ja, ja, klar. Spart schon enorm viel Zeit. Gar keine Frage. Gerade wenn man eine große Sammlung hat, die einmal durchwaschen will, ist man mit der großen ganz schnell dabei. Ja. Spaß. Ja, das waren 2 ganz, ganz spannende Themen heute oder 2 ganz spannende Produkte, Nils. Vielen Dank, dass du hier warst. Hat sehr Spaß gerne gemacht. Auch vielen Dank fürs Waschen natürlich. Kannst öfter kommen, gar kein Problem. Das Plattenregal hat noch ein paar Schätzchen übrig. Wenn es euch interessiert, wenn ihr das Ergebnis mal live sehen wollt, natürlich auch hören möchtet, wie vorher, nachher das Ganze klingt, dann kommt gerne vorbei. Wir haben die beiden Maschinen in Koblenz natürlich vorführbereit stehen. Und bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Musik hören, eine gute Zeit, auf Wiedersehen. Tschüss. Schmitz Hi-Fi. Aus Liebe zur Musik.